Engine ist eine responsive Web Application, mit der man einfach und unkompliziert Umfragen und Quizzes durchführen kann. Herzstück ist die Live-Visualisierung, wo die Antworten interaktiv dargestellt werden. Für den Armin und mich war klar, dass wir das gemeinsam machen wollen, und wir haben uns dann den Michael dazu ins Boot geholt, weil wir gewusst haben, dass er ziemlich gute Programmierskills hat, und haben uns dann eben zusammen Tenjin überlegt. Tenjin kommt aus dem Japanischen und steht für den Gott der Gelehrsamkeit, und deswegen fanden wir es eigentlich als gute Idee, unsere Web-Application, die eben auch fürs Lernen und Lernen gedacht ist, so zu nennen. Meine Aufgabe war, gemeinsam mit meinen Kollegen zuerst die Planung des Projekts durchzuführen, und anschließend war ich an der Umsetzung beteiligt. Das heißt, ich habe die Quizlogik implementiert und war auch für die Umsetzung des Designvorschlags verantwortlich. Wir haben uns überlegt, das Design eher schlicht zu halten. Wir haben die Farben so ausgewählt, dass sie auch für Farbenblinde geeignet sind. Und wir haben auch die Schriftart so gewählt, dass sie gut lesbar ist, sowohl am Handy als auch am Desktop. Meine Aufgaben waren einerseits das Design und andererseits die Frontend-Entwicklung, sprich wie die Website ausschaut und wie der User damit interagiert. Tenjin basiert auf aktuellen Technologien wie Angular und Node.js, wobei ich den Part des Backend-Entwicklers übernommen habe. Die Teamarbeit war einfach super. Wir wussten genau, was wir konnten und was wir lernen wollten. Und daraus entstand Tenjin. Und ich würde sagen, wir können uns dann so herzeigen, oder? Ja, denke ich auch. Damit könnt ihr euch einloggen. Auf tenjin.media.fastp.ac.at kann man sich ganz einfach mit den FH-Anmeldedaten oder als Gast einloggen. Sobald man eingeloggt ist, hat man die Möglichkeit, Fragen zu erstellen. Dazu klickt man ganz einfach auf Frage erstellen. Hier kann man nun den Fragentext eingeben, Punkte für diese Frage vergeben, 2 bis 6 Antwortmöglichkeiten erstellen und diese als richtig oder falsch markieren. Alle bereits angelegten Fragen kann man im Nachhinein noch bearbeiten. Mit einem Klick auf den Button Quiz erstellen kann man ein Quiz mit beliebigen, selbst angelegten Fragen starten. Ist dieses Quiz gestartet, kann nun jeder andere Benutzer von Tenjin diesem Quiz beitreten. Tritt ein Quiz-Client einem Quiz bei, kommt er in eine Warteansicht. Der Quizmaster wartet nun, bis alle Teilnehmer beigetreten sind. Dann startet er das Quiz. Den Quiz-Clients wird automatisch die erste Frage angezeigt. Nachdem die Quiz-Clients die Antworten abgegeben haben, werden diese beim Quizmaster als Bubbles visualisiert. Haben alle Teilnehmer geantwortet, kann die Frage aufgelöst werden. Wenn das Quiz beendet wurde, kann sich der Quizmaster die Resultate des Quizzes ansehen. Diese Resultate werden gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Tenjin wurde mit aktuellen Frameworks implementiert und dadurch unterstützt es viele Geräte, also nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch Desktops. Wir dürfen Tenjin im Rahmen unserer Anstellung an der FH weiterentwickeln und wir haben für die Zukunft sehr viel geplant. Tenjin ist vielseitig, intuitiv einsetzbar und einfach nur gut.